Wissenschaftsweltmeisterin, meine Damen und Herren. Janne Friederike Meyer mit Cella Grunlamb-Raske. Und das ist ein Kämpfer, das wissen wir. Der kämpft sich dadurch, genauso wie auch sie eine Kämpferin ist, die jetzt natürlich weiß, dass sie eine Chance hat, eine richtig gute Chance zu haben, einen Meilenstein zu setzen in ihrer Karriere, indem sie sich schon mal vergleichen kann mit denjenigen, ob Markus Fuchs, Ludger Beerbaum, wie sie alle heißen, Markus Ening, die schon einmal siegreich im Großen Preis von Aachen waren. Super gekommen, jetzt muss er nicht lang machen über diesen Ochser hinten raus, gebt richtig Gas aufs offene Wasser. So, jetzt aber wieder ein bisschen Ruhe reinbekommen hier bei dem Aachener Sprung. Größte Schwierigkeit mit dieser Diagonalen geschaffen. Damit ist das Ganze noch nicht gegessen, sondern den 1,60er ohne Probleme. Gestern hat sie ja schon den ganz hohen überwunden. Tjaak Nagel, Mensch, der mit ihr trainiert, der wird wahrscheinlich nicht mehr ruhig stehen bleiben können. Jetzt kommen wir zum Ende hin. Jetzt sind es insgesamt noch 4 Hindernisse. Davon erst einmal der Beginn dieser Linie mit diesem mächtigen Ochser liegen bleiben. Bitte genauso wie die beiden Steilsprünge mit dem Steil. Und jetzt heißt es Daumen drücken, ganz Aachen für Janne Meyer, schiebt an auf den letzten. Und sie hält sich kaum im Sattel. Sie hat es geschafft, die Doppel-Null. Janne Friederike. Gestern Abend noch gekürt Best of Champions und so sieht wahrlich ein Champion aus. Alle haben es versucht, hier strafpunktfrei zu bleiben, noch in der zweiten Runde. Sie hat die Nervenstärke, sie hat den Kampfgeist hier und sie hat es wahrlich verdient. Aber ganz ruhig bleiben, meine Damen und Herren, auch wenn das Blut jetzt schon ein klein wenig kocht. Wir sind noch nicht am Ende, denn ein Paar kommt noch. Und wenn es so sein soll, dass auch die Null bleiben, dann kommt es noch zum Stechen. Und Luciana Diniz, Portugal.